Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Anna und wir fahren heute zusammen auf die World Explorer nach Dresden. Wer die World Explorer nicht kennt, ich kannte sie ehrlich gesagt bis vor ein paar Wochen auch noch nicht. Das ist eine Offroad-Messe in Dresden oder in der Nähe von Dresden. Und wenn euch interessiert, wie diese Offroad-Messe aufgebaut war, was es da alles Cooles zu sehen gab, dann bleibt dran. Wir haben es richtig weit geschafft, sind eine halbe Stunde von zu Hause entfernt und hatten Hunger. Ich glaube, so brauchen wir. Du hast nur mitgegessen. Ja, das ist richtig. Ich glaube, so brauchen wir einfach noch ewig. Ist mir egal, das passiert jetzt jede halbe Stunde. Aber Navi sagt, 22.30 Uhr sind wir da. Gestern Abend nicht mehr gefilmt, weil wir waren erst um kurz vor 12 hier und um 12:30 fertig mit Aufbauen. Und deswegen haben wir uns relativ schnell schlafen gelegt. Aber jetzt, heute ist Samstag, wir haben bis um 8:30 geschlafen. Wir haben richtig, richtig schönes Wetter. Es ist blauer Himmel und Max macht gerade schon mal Kaffee. Süße, er versucht's. Wir haben nämlich das Problem, dass unser Gasfeld so groß ist für den Kaffeekocher. Wir hätten das Ding von der Shisha mitnehmen können. Stimmt. Dieses Kohle-Ding und dann kannst du das da drauflegen und dann, weißt du, was ich meine? Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit gewesen. Egal. Wir sind ja extra hier, um zu testen, was wir alles noch brauchen. Ich wollte das sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Wir könnten uns halt einfach auch Dings machen. Rührei. Nein, wir haben jetzt schon Toast gekauft. Oder willst du lieber Rührei? Nö, mir ist das echt egal. Dann machen wir jetzt French Toast. Okay. Guten Appetit. Guten. Haben wir gut gekocht. Ich hätte zwar gerne einen Kaffee gehabt, aber kann ich jetzt nicht ändern. Ja, gut. Müssen wir uns noch was überlegen. Weil das Problem ist, dass das da zu klein ist und dann fällt das in der Mitte durch. Eigentlich hatten wir bis jetzt richtig, richtig gutes Wetter, aber da hinten sieht es gar nicht gut aus. Deswegen sind wir jetzt gerade nochmal zurück zum Bus gelaufen und haben irgendwie notdürftig die Plane jetzt davor gebaut. Ja, es ist nicht schön, aber es soll zumindest mal den Regen abhalten. Wir haben jetzt noch eine andere Möglichkeit gefunden, Kaffee zu machen. Und zwar der Micha-Schirmer, wo ich immer dachte, dass es ein Micha-Schirmer ist, ist gar keiner. Zu meiner Verteidigung, ich habe ihn nicht gekauft, ich habe ihn geschenkt bekommen. Das ist eine Kaffeemaschine. Und damit machen wir das jetzt. Weil wir machen jetzt quasi hier das Wasser heiß und kippen es dann da rein. Da ist schon Kaffee drin. Und dann drückt man das mit diesem Sieb einfach nach unten und hat Kaffee.
Tschüss. Das hier ist der Eingang zu World Exploria und da gehen wir jetzt mal zusammen rein. Wenn man jetzt aus der World Exploria rausläuft, ist das hier die Campsite, wo die ganzen Autos stehen, die ganzen Camper. Und da stehen wir. Wir haben gerade einen richtig, richtig coolen Workshop gemacht. Ein Fotografie-Workshop. Wer mich kennt, der weiß, was auch sonst. Und es war richtig, richtig schön. Es hat richtig Spaß gemacht. Oh, jetzt nochmal hier, weil draußen ist es echt windig geworden, wie man meiner Frisur entnehmen kann. Ich wollte jetzt mal kurz das zusammen mit euch auspacken, weil das hat jeder Teilnehmer bekommen. Und zwar ist da eine Postkarte drin, wo auch nochmal draufsteht hinten. Schön, dass du beim Workshop dabei warst, Nancy. Ich verlinke euch den Account mal unter dem Video, die macht wirklich schöne Bilder. Wenn ihr mal Zeit habt, schaut gerne mal vorbei. Dann noch eine Visitenkarte. Ein Fritt. Und, was ich richtig süß finde, was man immer gut gebrauchen kann, so ein Fotografie-Spickzettel laminiert, dass es auch nicht kaputt geht, wo nochmal alles Wichtige draufsteht, wie Blenden, ISO, Belichtungsmesser etc. Richtig cool. Ja, was wird jetzt gemacht? Salat und Nudeln mit Pesto. Ja. Ich hoffe nur, unser Gas reicht, weil ich habe aus Versehen nur eine Kartusche mit reingetan, weil ich dachte, im Kocher sind auch welche, aber da waren gar keine mehr. Egal, nächstes Mal einfach nochmal nachgucken. Hm. Wird schon reichen. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, wo habe ich denn den Kocher hin? Ach, der steht hier. Also es klappt jetzt echt gut hier drin, weil draußen ist es gerade echt zu windig. Aber bei Gas natürlich immer aufpassen. Wir haben jetzt die Tür auf, das Fenster links auf und den Max-Fan an, dass es den Gas und den Dampf alles rauszieht. Guten Appetito. Guten. An der Stelle mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video.